Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fahrenheit. In der letzten Folge sind wir als Lucas Kane in den Park gegangen und haben uns dort mit unserem Bruder getroffen, weil ja morgen, also morgen im Spiel, ist ja der 10-jährige Todestag des Unfalls deren Eltern, war da irgendwie so. Wir wollten ihn überzeugen, dass eben halt Lukas, dass wir eben halt nicht der Mörder sind, sondern von einer höheren Macht besessen sind. Er hat uns ein Kreuz gegeben, weil er eben halt Priester ist und dadurch haben wir irgendwie ein Leben bekommen, fragt mich jetzt nicht, what the fuck, auf jeden Fall war es, glaube ich, nichts Negatives. Dann ist ein Kind im Eis eingebrochen, verdammt. Wir hatten die Entscheidung, es zu retten oder abzuhauen. Das Problem in der ganzen Sache war nämlich, dass die Polizei, der Officer, der auch in der Bar war, im Café, der war da auch dabei und wir mussten uns eben halt entscheiden, haben uns dann entschieden, das Kind zu retten und haben, glaube ich, einen guten Eindruck bei dem Polizisten hinterlassen, sind jetzt nun auf der Polizeiwache, haben Tyler angerufen, der faule Sack, der sollte mal ein bisschen arbeiten kommen. Und wir müssen jetzt mal schauen, was wir hier machen. An sich Arbeit haben wir ja nicht wirklich. Ach, guck mal! Ich kann die Vollidioten spielen! Na, sagt mir doch das. Wie lange steht das schon da oben? Verdammt. Tylers Wohnung! 27. Ja, so schnell kann ich nicht. Egal. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir rätseln ja immer noch, ist das daneben seine Freundin oder einfach nur eine Bettgesellschaft für eine Nacht? Ich habe keine Ahnung. Doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Ja, mach du mal deinen Kaffee, ich mach mein Ding in der Zeit alleine weiter. Nein, 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 ja, die Geschichte von Tyler. Steht kurz auf, geht wieder, oh Gott. Ich wäre jetzt an der Stelle nicht mehr aufgestanden, wenn ich wieder ins Bett gefallen wäre. Ich dachte, du machst das Bett, aber okay. Dann macht es eben halt die nette Dame auf der anderen Seite des Bettes und dann nebenan halt, passt schon, ja. Schick, schick hat das ja gut. Gucken wir mal, was können wir hier machen, setz dich mal darauf. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringt's ja was. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Okay, dann nicht. Whatever. Da, was haben wir denn hier? Können wir irgendwie saufen oder so? Was steht da? Steht. Ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit The und whatever. Kleiderschrank! Ja, zieh dir mal deinen Fummel an hier. Eine heiße Dusche. Was hier ist eine heiße Dusche? Okay, ja, klar, ja, er kann nicht mit sagen. Ja, ist okay, mein Fehler. Dann trainier wenigstens erstmal ganz kurz. Das ist Fenster. Total hell. Bin mal wieder zu spät dran. Ja, I'm looking. Du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Ach du Scheiße, das hat er jetzt wirklich getan, ja, na okay, wenigstens geht's ihm besser. Wenn es einen sinnvollen Zweck erfüllt, das ist kein sinnvoller Zweck, na, ich weiß auch nicht. What? Alter. Was war denn das gerade für ein Speed? Wo ist denn jetzt hier die Dusche? Ist das die Dusche? Tatsache. Boah, hier sieht's ja auch aus wie hier. Dampft ja wie in der Sauna, Mensch. Ich weiß, das ist ein Isopack. Aber wenn ich für jeden Spiegel jetzt Punkte kriegen würde, ey, ich wäre so derbe auf 1000. What the... Ernsthaft jetzt? Steht dann so... Stell dir mal vor, dieses Spiel hätte Trophäen. Steht da so... Seien Sie geil wie Tyler und schauen Sie sich 30 Mal im Spiegel an. Platin! Yes, sir! Okay. Ja, dusch dich mal... What the f... Okay, dieser Soundbug versaut gerade irgendwie ein bisschen alles. Die Mucke und so, ja. Was Hölle, was... Die kommt jetzt nicht an, nee, das ist die andere Tür. Ja. Ich meine, bei Action-Szenen macht es jetzt Sinn, aber hier? So wahrscheinlich so nach dem Motto, die Weiber gucken nach rechts und die Kerle gucken nach links. Jetzt treffen sie jetzt ihre Wahl. Wen wollen sie bespannern? Ach so, das haben wir ja schon. Ja, sorry, ich war gerade irgendwie wieder beim Händewaschen.
Aber kacken waren wir ja auch noch nicht, also gucken wir mal. Wirst du jetzt bitte dein... Hallo, hallo, geh da, geh kacken, los. Ich sehe aber auch nicht, wo die Toilette ist, ne? Ach komm schon. Was habt ihr alle für Probleme? Setzt euch doch mal hin. Mensch. Oder ist das jetzt aus der Mode gekommen? Okay, Spülung. Hallo, tut Spülung. Oder hat er gerade eben, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch verpennt gerade. Er will nicht. Gut, dann. Ja. Eben hatte ich noch mein Feuerwehrmann in der Hand und jetzt fasse ich mir dadurch in den Bart. Damit, whatever. Dann mach's eben halt nicht. Ist auch okay. Ist ja nicht mein Problem, ne? Deine Olle muss dich mögen, nicht ich. Deine Olle fummelt mit dir rum. Ich nicht. Ich nicht. Verdammt. Okay. Hi, Schatz, wie geht's? Na? Ist mein Kaffee fertig, Bitch? Sam, schuld mal wieder. Und ich weiß auch warum. Warte, ich hab den ersten Teil jetzt überhaupt nicht verstanden. Sam Schwutt? Sam Schwutt, what the fuck? Was will der Kerl? Ich weiß nicht. Kaffee. Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam, fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Verständnisvoll. Ich verstehe dich ja, Sam. All die Gewalt ist erschreckend. Aber wenn niemand etwas tut, geht alles den Bach runter. Wir wollen auch mal Kinder haben. Denen möchte ich eine bessere Welt hinterlassen als die, in der wir leben. Und wieso musst gerade du ständig dein Leben riskieren, Tyler? Wieso gehen wir nicht nach Florida, arbeiten mit meinen Eltern und führen ein normales Leben wie andere auch? Wieso muss ich Tag ein, Tag aus um dein Leben bangen? Überzeugend? So ein Leben wäre nichts für mich, Sam. Ich habe schon zu viel mit Gewalt zu tun gehabt, um jetzt so ein 0815-Leben zu führen. Das Ich stimmt. weiß, du liebst mich, Sam. Versuch auch mich zu verstehen. Ich glaube, wir haben da gerade mal voll die geilen Entscheidungen getroffen. Ich meine, das kann man absolut nachvollziehen, was ich da gerade entschieden und was der gesagt hat. Und das stimmt allerdings. Ich meine, der kann jetzt nicht. Nee, ich wirklich. Also ich könnte das auch nicht, weil ich jetzt so viel Leichen gesehen hätte. Ich könnte jetzt nicht irgendwo mich zurücksetzen und keine Ahnung stricken oder so. Das macht alles schon voll Sinn. Kühlschrank. Komm schon. Bier und Pizza. Moment. Das ist kein Tiefkühlschrank, egal. Ja, dann eben nicht. Nose, Nose, nix, 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 nix. Auf jeden Fall haben wir schon mal unseren Status verbessert. Geduscht hast du? Dann würde ich mal meinen, ziehen wir uns mal an. Oder wir machen erstmal Mucke an. Ja, komm. Deine krasse Gangstermucke hier. Oh, eine Schallplatte. Krass. Funky Schallplatte. Wie auch einfach mal vor der Pimp ist, ne? Meine geliebte Motown-Platten. Nicht für alles Gold der Welt würde ich die gegen CDs tauschen. Ja, sowas ist heutzutage schon sehr, sehr viel wert. Was hast du da? Ist das ein Fernseher? Ist das ein Fernseher? Setz dich doch mal hin. Hallo. Oh, yeah. Check. TV. Ey, für das SpongeBob-Fernseher hier. Was, einen neuen Fernseher zulegen? Oh, scheiße. Es wird doch nicht alles so rosig in deiner Funky-Welt, was? Ich meine, Fernseher, hallo? Okay, da läuft heutzutage sowieso nur Bullshit. Probier's mit dem PC. PC und Internet. Let's Plays. Perfekt. Geld ab. Ey, wie ich das Spiel einfach gerade mit der Mucke überhaupt nicht mehr ernst nehme. Eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. Hey, arbeitet bei der Polizei, aber mal Videospieler. Ich sehe den Story-Twist.
Ja, ist okay. Ist okay. Da wollte ich ja eigentlich hin. What the fuck? Sind das nicht die falschen Klamotten? Dein Ernst? Okay. Gehen wir wieder raus. Auf irgendwas wollte mich das Spiel doch gerade hinweisen, oder? Nein. Irgendwas haben wir mit dem Radio, glaube ich. Funky! Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Da. Moment, war hier noch was? Nein. Okay. Raus da! So, jetzt reden wir mal mit der Alten hier. Geht nicht. Hier war doch irgendwo das Radio. Hier, genau. Weil da hängt nämlich ein Zettel dran, aber gut, ich schätze, du willst nicht. You don't want. Donor want. Was haben wir hier machen? Ach, die Jacke, natürlich. Hey, guck nicht so. Ist nur meine Jacke, es ist nicht deine. Jetzt sieht er wieder normal aus. Aber hat er beim letzten Mal schon diesen funky Pullover an oder T-Shirt oder was auch immer? Hey. Wie es einfach mal voll nicht Lippe auf Lippe war. Okay. Ich liebe dich. Ja, Tyler, das ist jetzt die epische Stelle, wo du eigentlich antworten müsst, aber ist okay. Ja, wir tun einfach mal so, als hätten wir das nicht gehört, ne? Und auf Wiedersehen. Er hat nicht auf Liebe dich gesagt. Ich liebe dich verloppt. Nein, er hat's nicht getan. Funke! Ich komm mir gerade voll wie in so einem GT. Achso, ich wollte gerade sagen, hä? Das Polizeirevier befindet sich nebenan von seiner Wohnung, aber das ist ja, der ist ja schon mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, verdammt. Hi! Hi, Tyler! Oh, Carlos! Ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung mehr? Ja, Gott sei Dank. Die haben auch alle keine Sorgen, was? Vor allem sein Gang so, yeah, ich bin fang, ich bin hip. Oh mein Gott, wie ich einfach nicht drauf klarkomme. Egal, komm, geh mal hoch, damit diese verbackte Scheiße endlich aufhört und dann... Oh. Was war das gerade? Whatever. Komm hoch da, rein da, was auch immer. War das jetzt die richtige Tür? Ich schätze, es spielt gar keine Rolle, von welcher Seite wir aus. Es ist derselbe Raum, ne? Los, go. Wir müssen arbeiten, verdammt. Was jetzt? Ah, oh, diese... Hey, Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, Mist. Na. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahrhundert Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, du wirst doch wohl nicht wegen 100 lausigen Dollar unsere Freundschaft aufs Spiel setzen. Du wirst doch wohl nicht. Und ob? Rück die Knete raus, bevor ich gleich die Geduld verliere. Ich meine, für 6 Monate? Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Der weiß doch, der kann doch gegen uns nicht gewinnen. Alle, wir sind Tyler. Wir sind Klischee, verdammt. Ja, ich wollte erst sagen, Freundschaft wegen 100 Euro, aber ich meine, er hat ja schon 6 Monate gewartet. Also ich finde das schon ziemlich fair, dass er jetzt langsam hier mal sein Geld zurückhaben will. Also, ja. Laien an sich ist sowieso eine scheiß Idee. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Oh
Holy crap, wir haben sie doch vor 5 Minuten erst angezogen, Mensch. Aber ja, wir wissen natürlich nicht, wie weit das voneinander weg liegt. Komm, nimm dir erstmal einen Kaffee. Wir wissen ja, wir können so wieder schön Punkte fahren, man. Du Weltmeister im Kaffee trinken und Kaffee ausscheiden. Moment, man scheidet doch keine Kaffee aus. Wie nennt man das? Ist das vorne? Pipi, ist das Ausscheiden? Ich weiß nicht. Oh Gott. Klar, das ist, ich würde sagen, das zählt auch unter Ausscheiden. Wie soll man es denn sonst nennen, was da vorne rauskommt? Verdammt. Abgeben! Auch rauslassen! ja, häng dich mal da auf. Bitte. Was ist das jetzt? Zensur hier oder was? Nein. Okay. Ich wollte gerade sagen, hat deine Brille auf? Okay. Können wir mal kurz checken hier. Ich meine, der hat ja auch einen Arbeitsplatz. Ganz, ganz wichtig. Important stuff. Hat bestimmt voll die krasse Verehrerin hier, voll die Pimp. Hat bestimmt auch Bandenkrieg als Mail, so eine Scheiße. Penis enlarged, gain up to 5 inches. Alter, um 5 cm vergrößern. Warum warten, Alter? Ja, Penisvergrößerung, alles klar, kein Ding. Virus. Millionen sind schon infiziert. Installieren Sie bitte das angehängte Update, um Ihr System neu zu schützen. Ihre Freunde bei Quantic. Oh Gott, was hat man. Wie es einfach voll aus dem Real Life gegriffen ist. Tyler, es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen mit meinen Sorgen bedrängt habe. Das war dumm von mir. Ich habe so große Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Da vergesse ich manchmal, wie wichtig dir deine Arbeit ist. Ich hoffe, dass es mir eines Tages gelingen wird, dich zu überzeugen, dein Leben zu ändern. Ich liebe dich, Sam. Web. Geh da raus, Web. Lebenslänglich für 200 Peer-to-Peer-Piraten. Was zur Hölle? Piraten, Musik, alles klar, China. Besorgt über die Situation in Pakistan. Ja, whatever. I don't care. Das ist nicht mein Problem, verdammt. Ich lebe in Amerika, verdammt. Was geben mich die anderen an, verdammt? Ich bin Amerika. Was denkt ihr denn, verdammt? Okay, gehen wir wieder raus hier. Obwohl, Moment, wir könnten vielleicht mal. Geh da nochmal rein. Ich hab da eine Idee. Ich hab da eine voll krasse Idee. Ich meine wirklich, einerseits hat er den Deal wahrscheinlich gemacht, weil er ganz genau weiß, dass er besser im Basketball ist. Andererseits konnte er das dadurch natürlich noch mehr aufschieben. Ich meine, er hat ja gesagt, er macht das nur, wenn er mal Zeit hat. Und wann hat er schon Zeit, ne? Das ist das Problem. Kaffee? Achso, das ist Kaffee. Ich dachte, das wären die Kartons. Nein, hör auf, sonst muss ich wieder Pipi. Nein! Du weißt doch, eine Toilette ist kein Tatort, verdammt. Anders. Eine Toilette kann ein Tatort sein, ja. Ein Tatort ist keine Toilette, so rum, verdammt. Wo ist der Basketball hin? Verdammt, scheiße. Egal, gehen wir wieder raus hier. Da hinten steht sie ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was die da herausgefunden haben. Sieht ja nicht gerade gut aus für unseren Kane, ne? Tippi-tappi-tipp. Und? Womit willst du anfangen? Blutkabine. Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Ja, wir wissen's ja, ne? Messer. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen dann Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Nee, das erklärt sich dann mit dem anderen, von wegen Blutlache und so, ne? Kaffeetasse. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Telefonanrufe? Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den 4 Stunden vor dem Mord wurden ca. ein Dutzend Gespräche geführt. Ich schick dir die Liste per Mail. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Und? Was haltet ihr von all dem?
Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Geharnel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Wow. Ja, natürlich macht das alles keinen Sinn. Ich meine, wir haben es erlebt und wir verstehen es ja selber nicht. Ich meine, wir verstehen, dass er irgendwie von einer Macht besessen war. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, wir machen mit Kane weiter. Was? Was zur Hölle? Was hat denn der schon wieder für Probleme? Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Danke für die Erklärung. Ja, das geht aber immer noch, ne? Ich meine, du kannst nicht essen, nichts trinken, aber immer noch im Stehen pinkeln. Das hat sich nicht geändert. Na, wenigstens haben wir ihm das beigebracht, gelehrt, was auch immer. Dann waren meine Erziehungsmaßnahmen in den letzten 10 Jahren doch nicht ganz so sinnlos. Mach mal. Aber ihm geht's gut. Das ist ja mal die Hauptsache. Ihm geht's wirklich gut. Und solange der Balken nicht unten ist, ist alles supi. Trolltastisch. Hier, was ist das, ja? What's that? Wer, hier war doch eben so ein Lampen da. Schön. Okay. Kann ich sonst noch was hier machen? Da waren die Toiletten. Ja, jetzt habe ich für irgendwas einen Bonus gekriegt. Wahrscheinlich lag da irgendwas, was ich wegen der Kamera nicht gesehen habe. Mein Gott. Hier geht's raus. So. Arbeit. Auch im Büro, Mensch. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Was ist das da für ein roter Punkt? Kann es mal einer sagen? Ist das vielleicht mein Arbeitsbereich, oder... Was ist das? Verdammt. Achso, ist sein Arbeitszimmer, ne? Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nathan & Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Du bist Leiter? Scheiße. Das ist ja krass. Ich dachte, der wäre so irgendein 0850. Wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Verdammt, scheint ja wirklich ein hohes Tier zu sein. Leute, ich würde mal sagen, wir schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht hier mit dem Leiter, der... Keine Ahnung, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Bis zum nächsten Mal. Hier.